Leute, ihr habt es so gewollt. In meinem letzten Video habe ich mir das Zerstörungsvideo der Jagd von dem Kanal Vegan ist ungesund angeschaut und ich war ja nicht so ganz einverstanden mit den ganzen Aussagen, die die da gemacht haben. Aber das Gute ist ja, die beiden haben Quellen für ihre Aussagen angegeben und deswegen müsste es ja alles nachprüfbar sein, was sie da behauptet haben in ihrem Video. Soweit, so gut. Ich habe mir dann diese Quellen angeschaut und musste feststellen, es sind wirklich teilweise gar nicht so schlechte Quellen gewesen. Das Problem war allerdings, diese Quellen sagen etwas ganz anderes aus, als die beiden in ihrem Video behaupten. Und dementsprechend war meine erste Befürchtung, dass ich super viel selber recherchieren müsste und Gegenbeweise vorbringen müsste, irgendwie hinfällig, weil ich konnte tatsächlich alles, was die beiden gesagt haben, mit ihren eigenen Quellen widerlegen. Es war insgesamt ziemlich schwierig, eine sinnvolle Reihenfolge in dieses Video zu bringen. Deswegen fangen wir jetzt erstmal damit an, die Quellen, die die beiden angegeben haben, einmal drüber zu schauen, einmal zu sichten. Also, wir sind hier immer noch auf dem Video Die Zerstörung der Jagd von Vegan ist ungesund. Wir haben hier die Videobeschreibung und da kommen erstmal ganz viele uninteressante Sachen. Und hier fangen dann die Informationen zum Video an. Ganz oben haben wir einen Link mit einem Formular, um anonyme Tierquälerei zu melden von Peter. Ist für uns jetzt erstmal unrelevant, aber danach geht's los. Wir haben hier jetzt 1, 2, 3, 4 YouTube-Videos und einen externen Link. Gehen wir mal kurz durch. Das erste YouTube-Video ist nicht mehr verfügbar. Kann ich also nichts zu sagen. Das zweite YouTube-Video ist ein Fernsehbeitrag, ein 7-minütiger Fernsehbeitrag vom SWR. Die Wahrheit über die Jagd, Professor Blablabla, widerlegt Jägerlügen. Ups. Ja, also Fernsehbeitrag sowieso mal ein bisschen kritisch. Das dritte Video ist ein wissenschaftlicher Vortrag von dem verantwortlichen Wildtiermanager im jagdfreien Kanton Genf. Das ganze Video ging über eine Stunde. Ich habe es mir angeschaut. Und wir werden nachher auch die wichtigsten Stellen uns nochmal zusammen angucken. Und das letzte Video geht um die ethische Vertretbarkeit der Jagd. Ich habe mir überlegt, ich werde in diesem Video noch nicht das Thema Ethik und Moral behandeln. Ganz einfach aus dem Grund, ich muss erstmal die wissenschaftlichen Grundlagen vermitteln, damit klar wird, Jagd ist notwendig, ökologisch notwendig, ökonomisch notwendig und so weiter. Und dann kann man sich über Ethik und Moral unterhalten, weil wenn wir über Ethik sprechen, dann geht es darum, ob es notwendig ist, Jagd zu betreiben. Und wenn man das erstmal anzweifelt, muss man natürlich erstmal das eine behandeln, bevor wir über Ethik sprechen können. Gut, also Ethik und Moral lassen wir heute außen vor. Das waren jetzt die vier Videos und dann gibt es noch eine externe Seite, abschaffungderjagd.de. Hier gibt es anscheinend eine ganze Menge Fakten gegen die Jagd. Ich habe mir die relevanten für das Video relevanten Sachen mal angeschaut, gehe ich auch kurz drauf ein. Ich muss aber vorweg sagen, wirklich wissenschaftlichen Wert haben diese Aussagen nicht. Und jetzt geht es an die tatsächlichen Quellen. Dazu haben die beiden ein Google Docs Dokument angelegt und hier haben wir jetzt eine Liste mit Quellenangaben.
Wenn man sich das Ganze auf den ersten Blick mal anschaut, sieht das ja gar nicht so schlecht aus. Eine ganze Menge Quellenangaben. Wenn man das Ganze mal mit einem zweiten Blick betrachtet, dann sieht das schon so ein kleines bisschen anders aus. Wir gehen mal ganz schnell durch. Also, Nummer 1 ist eine wissenschaftliche Studie tatsächlich, die sich um die Wildschweinereproduktion dreht. Das ist wirklich eine gute Studie gewesen und da gehe ich auch gleich näher drauf ein. Das zweite, ebenfalls eine wissenschaftliche Studie, da geht es um die Fuchsjagd in England, beziehungsweise die Abschaffung der Fuchsjagd in England. Auch eine wissenschaftliche Studie, also schauen wir uns die auch an. Das dritte wird schon wieder ein bisschen schwierig. Es ist eine wissenschaftliche Schriftreihe aus dem Nationalpark Bayerischer Wald. Problem dabei ist, ich zeige es euch mal ganz schnell, das Ding ist nicht mehr verfügbar. Nicht lieferbar und online auch nicht verfügbar. Kann ich mir also nicht anschauen, kann ich nichts zu sagen. Als nächstes haben wir diese Quelle. Hier geht es um die ethische Rechtfertigung der Jagd. Wie gesagt, das lasse ich heute mal außen vor. Ethik und Moral behandeln wir vielleicht nochmal separat. Mal schauen. Das nächste ist ein TV-Beitrag vom WDR mit dem Titel Das Wider der Jagd. Ich sage da mal kurz noch nichts zu. Wir gehen mal weiter. Jäger in der Falle, TV-Beitrag vom ZDF. Und hier Jagd auf dem Prüfstand vom SWR. Ebenfalls ein TV-Beitrag. Also wir haben hier drei TV-Beiträge, die als, ich nenne es mal, wissenschaftliche Quelle aufgeführt werden. Und das ist schon wirklich kritisch. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung sagen, wie ihr das seht. Sind solche Fernsehdokumentationen wirklich als einzige wissenschaftliche Quelle aussagekräftig oder nicht? Ich bin der Meinung, nein. Ich habe es mir trotzdem angeschaut. Ich gehe ganz kurz auf ein paar Sachen ein. Aber wirklich einen Belegcharakter haben diese Sachen einfach nicht. Als nächstes kommt ein Statement vom Friedrich-Löffler-Institut. Also ist jetzt keine wissenschaftliche Studie, aber es ist ein Institut, das sich wissenschaftlich damit beschäftigt hat. Und dementsprechend schauen wir uns diesen Beitrag ebenfalls an. Als nächstes haben wir wieder diese gleiche Schriftreihe vom Bayerischen Wald, die nicht mehr verfügbar ist, kann ich also nichts zu sagen. Danach kommt ein Zeitungsartikel einer luxemburgischen Zeitung, die sich damit beschäftigt hat, ob das Fuchsjagdverbot in Luxemburg rechtmäßig ist oder nicht. Das ganze Ding hat ja vielleicht 100 Wörter, also hat einfach absolut gar keine Aussagekraft. Es ist einfach nur ein Zeitungsartikel, um zu schreiben, in dem es darum geht, dass ein Gericht ein Urteil bestätigt hat. So, als nächstes haben wir wieder eine wissenschaftliche Studie. Jetzt könnte man denken, geil, noch eine wissenschaftliche Studie. Aber es ist die gleiche wie hier oben angegeben. Also die gleiche Studie einfach nochmal. Müssen wir also nicht nochmal anschauen, es ist einfach die gleiche wie oben. Hier haben wir ebenfalls wieder das Friedrich-Löffler-Institut mit demselben Statement, was wir bereits hier hatten. Also ebenfalls doppelt drin, müssen wir uns nicht nochmal angucken. Jetzt muss ich kurz suchen. Hier haben wir einen weiteren TV-Beitrag vom SWR, der ebenfalls schon mal genannt wurde. Danach haben wir eine wissenschaftliche Studie, endlich mal wieder, könnte man denken, aber nein, es ist die gleiche wissenschaftliche Studie, die auch ganz am Anfang steht. Also ebenfalls nichts Neues. So, dann kommen wir auch schon fast zum Ende. Hier haben wir nochmal ein Statement vom LWF Bayern, also der Landesanstalt für Landwirtschaft und Forstwirtschaft in Bayern, wo einfach nur die Jagdstrecke der letzten Jahre aufgeführt ist und, nur mal ganz kurz vorweggenommen, mit dem Titel Intensive Bejagung zur Trendumkehr notwendig.
Also, die haben eigentlich eine Quelle gegen deren eigenen Argumente zitiert. Also, das habe ich nicht richtig verstanden, warum diese Quelle jetzt hier drin ist, weil diese Quelle besagt eindeutig, dass eine Jagd, sogar eine intensive Jagd, notwendig ist. Naja, und als letztes haben wir einen weiteren Zeitungsbeitrag vom Spiegel mit dem Problem, eine Sekunde, mit dem Problem, dass ich mir den nicht anschauen kann, wenn ich kein Abo abschließe. Also kann ich ebenfalls nichts zu sagen. Und das war es schon. Also fassen wir mal kurz zusammen. Wir haben insgesamt zwei wissenschaftliche Studien. Wir haben zwei Statements von wissenschaftlichen Instituten und wir haben eine ganze Menge Fernsehbeiträge. Das ist die wissenschaftliche Quellenangabe der beiden zu ihrem Zerstörung der Jagdindustrie Video. Um eine sinnvolle Reihenfolge jetzt in diese ganzen Quellen zu bringen, fangen wir mit einer Aussage an, wo es darum ging, dass es Beispiele gibt, wo keine Jagd mehr vorhanden ist, also wo ein Jagdverbot herrscht und sich trotzdem alles super von selber reguliert hat. Jetzt nochmal die Aussage von den beiden. Aber es gibt Beispiele, also es gibt jagdfreie Zonen, die beweisen, dass es eben genau nicht so ist. Es gibt beispielsweise das Kanton Genf, das ihr vielleicht kennt, befindet sich in der Schweiz. Und da gibt es seit über 40 Jahren ist dort Hobbyjagd verboten. Und was ist da passiert? Genau, die Natur da hat sich einfach selbst reguliert. Es gibt eine hohe Artenvielfalt und eine stabile Wildtierpopulation. Also man sieht, es geht auf jeden Fall. Zum Kanton Genf haben die beiden ja ein sehr schönes Video verlinkt. Und zwar war das ein wissenschaftlicher Beitrag vom zuständigen Wildtiermanager in dem Kanton Genf. Und der hat so eine kleine Präsentation gehalten. Das ganze Video geht über eine Stunde. Ich habe mir die wichtigsten Szenen rausgeschnitten und die zeige ich euch mal kurz. Als allererstes haben wir, oder ich sag mal ganz kurz was zum Aufbau. Also er hat so ein bisschen was über seine Arbeit gesagt, wie das Ganze vonstatten ging. Und dann hat er das Ganze an drei Beispielen vorgestellt. Erstes Beispiel war der Feldhase, zweites Beispiel war das Reh und das dritte Beispiel das Wildschwein. Und jetzt fängt er gerade mit dem Feldhasen an und sagt da was zu. Ich lasse es mal kurz laufen. Von den Schaden her, es gibt natürlich Schaden, es hat großen Schadenpotenzial auf Fruchtbäumen, Weinreben. Und da brauchen wir Schutzmanschetten, das werde ich noch zeigen. Was viel schwieriger zu schützen ist, das ist eine Kultur, die es in den 70er Jahren bei uns gar nicht gab. Da musste man nach Spanien gehen, aber jetzt haben wir Sonnenblumen überall. Und Sonnenblumen sind sehr anfällig an Hasenschaden. Und von da haben wir noch keine gute Antwort, außerdem, dass wir die Schaden bezahlen. So. Also, er hat gerade gesagt, dass sie viele Hasen haben, dass die Population sich sehr gut entwickelt hat und dass dadurch natürlich auch Schäden entstanden sind. Wirtschaftliche Schäden an Reben, an Sonnenblumen und so weiter. Und dass sie dafür keine Lösung haben. Die einzige Lösung ist, dass sie die Landwirte, bei denen die Schäden passieren, finanziell entschädigen. Das Problem dabei ist aber, oder also erstmal gesagt, das ist natürlich gut für die Landwirte, dass die entschädigt werden. Aber das ist ja nicht das wesentliche Problem. Das wesentliche Problem ist, dass das, was da angebaut wurde, weg ist. Das heißt, wir Menschen können das nicht mehr nutzen. Und es muss irgendwo anders her. Das ist das eigentliche Problem. Nicht der finanzielle Schaden, sondern der materielle Schaden. Die Alternative ist nämlich jetzt, dass das Ganze aus Gebieten importiert wird, wo nicht so eine hohe Hasenpopulation durch die Nichtbejagung zustande gekommen ist. So, dann kommt jetzt noch ein weiterer Ausschnitt zum Feldhasen, der sogar noch spannender ist. Das kostet etwa 30.000 bis 60.000 Franken pro Jahr für Genf. Natürlich haben wir viel mehr Landwirtschaft als bei der Stadt.
Und lokal haben wir eben dieses Phänomen gehabt, dass wir sehr viele Hasen gehabt haben. Und dort haben wir aber auch aus diplomatischen und psychologischen Gründen akzeptiert, einen Teil dieser Hasen einzufangen, um sie zu unseren Nachbarn in Frankreich, wo sie irrtümlicherweise... Habt ihr gerade gehört, was er gesagt hat? Die hatten so viele Hasen, dass sie welche eingefangen haben und woanders wieder ausgesetzt haben. In dem jagdfreien Kanton Genf, wo sich alles von alleine reguliert und super funktioniert, wurden die zu vielen Hasen eingefangen und woanders hingebracht. Hallo? Gut, weiter geht's mit dem Beispiel Rehwild. Den Reben. Es ist schwer, die Kulturen zu schützen, weil man kann es mit Elektrogitter machen, aber sie müssen hoch sein. Es ist einfacher, Sie werden sehen, es ist viel einfacher für die Schwarzwild. Und was wir hauptsächlich machen, ist, wir entschädigen diese Schaden. Ein bisschen die gleichen Zahlen wie die Hasen, ein bisschen variabler. Also ganz kurz, jetzt hat er gerade gesagt, auch das Reh hat sich sehr gut entwickelt. Also viele, viele Individuen sind jetzt vorhanden. Und es gibt ebenfalls, wie beim Hasen, viele Schäden, die finanziell entschädigt werden. Extremfällen, auch für die Hasen, können wir Spezialisten, sogenannten Spezialisten, also Tiere, die sich auf einen besonderen Schaden spezialisieren und immer wieder und sehr teuer kommen, die können dann abgeschossen werden. Und das passiert. Die Rehe, die zu viel Schaden machen, können abgeschossen werden. Im jagdfreien Kanton Genf. Letztes Beispiel, das Wildschwein. Dann ist was wirklich eine Schwarzwildkrise. Dann haben sie meinen Posten geschafft und darum arbeite ich im Stadtkern. Es ist eine Wildschweinkrise entstanden. Mein erstes Ziel war, dieses Schwarzwildproblem unter Kontrolle zu bringen. Und das hat mehrere Jahre gebraucht und viele Änderungen in der Mentalität, wie man das reguliert. Für uns ist das eine spezielle Erfahrung, aber gleichzeitig muss ich sagen, genau die gleiche Erfahrung wurde in vielen anderen Orten gemacht, die lange ohne Schwarzwild gelebt haben und plötzlich ist die Art gekommen und man hat nicht gewusst, wie man umgeht. Man wusste, wie man mit dem Reh und dann hat man gedacht, das ist ein Sohn. Also, erste Sequenz, es gab viel Schwarzwild und es war ein Problem. Nächste Sequenz. Anhand von zuerst, das sind einige Tiere, die wir persönlich kennen, weil wir haben so mit den Franzosen und den Wattländern zusammen über 500 Tiere markiert und ein paar hundert davor mit Radio verfolgt und so. Das ist ein junges Tier, das ist 6 Monate alt, 30 Kilo schwer und 3 Jahre später ist es ein großes. Nur zu sagen, sie werden sehr schnell groß und schwer und nicht unbedingt alt. Und in der Praxis verdoppelt sich die Population jedes Jahr, wenn man nicht eingreift. Und das ist ein Minimum, weil vielleicht ist es noch mehr als das. Wenn man nicht eingreift, verdoppelt sich die Population Minimum jährlich. Wir haben das auch bei uns untersucht, weil man glaubt immer, okay, das und das steht in der Literatur, aber ist es bei uns nicht etwa anders? Dann muss jeder wieder seine eigenen Sachen machen, fangen. Und das haben wir, ich habe da eine Grafik, das ist die komplizierte Grafik des Abends, so, Entschuldigung. Ein paar Zahlen, okay. Das ist die Zeit, das ist Juni 2003, das ist März 2004 und das ist Juni 2004, das ist ein Jahr später. Okay, also kurz zu der Grafik, ich fasse es ganz kurz zusammen. Wir haben hier verschiedene Balken und jetzt erklärt er, dass sie Wildschweine stark bejagen und dass trotz deren Jagdbemühungen im nächsten Jahr fast wieder die gleiche Anzahl an Wildschweinen vorhanden ist. Also dass sie es gerade mal so schaffen, den Zuwachs abzuschöpfen, dass es nicht noch mehr werden. Im jagdfreien Kanton Genf. Ich spule mal ein Stück vor. Nächste Wildschweinsequenz.
wie Herr Professor erklärt hat, am Anfang, wenn man nicht eingreifen würde, natürlich würde sich das stabilisieren. Aber solange die Landwirte einverstanden sind, für das Schwarzwild anzubauen, könnten wir Tausende von Tieren füttern. Ne? Wir füttern 30.000 Hühner. Also er hat gerade gesagt, natürlich würde sich die Wildschweinpopulation stabilisieren. Aber auf einem extrem hohen Niveau, weil es einfach so viel Nahrung gibt. Das hat er gerade gesagt. Und die vorletzte Wildschweinsequenz. Aber natürlich wollen sie das nicht, weil sie nicht dafür nicht bezahlt sind. Und also wir sind in einer Phase, wo es viel, also genug hat für viele Tiere. Also das ist das Problem und darum müssen wir eingreifen. Also eine kleine Bilanz. Wie gesagt, das ist der Jagdverbot und die blauen Strichen sind die Schaden. Darum müssen wir eingreifen. Also und die letzte Sequenz. Aber dann ist die Politik angegriffen und hat gesagt, ah, was passiert? Sie haben mehr als 100, das ist dann so eine Tabuzahl, mehr als 100 Schwarzwild wurde geschossen offiziell. Das ist zu viel, die Art ist gefährdet. Und dann haben alle Angst gehabt. Da kommt die zweite Phase. Man hat weniger geschossen, zuerst. Und dann sind plötzlich die Schaden explodiert. Und dann hat man probiert, mehr zu schießen, aber das war zu spät. Die Population war zu groß. Und man hat dann sehr stark eingreifen müssen, um die Population wieder runterzubringen und die Schaden wieder unter Kontrolle. Also seht ihr dieses Diagramm. Es wurde jahrelang eine etwa gleich große Zahl an Wildschweinen erlegt. Und dann hat die Politik irgendwann gesagt, als über 100 Tiere im Jahr geschossen wurden, das ist zu viel, wir stoppen das. Dann wurde das gestoppt. Und die Wildschweinpopulation ist extrem angestiegen. Und dann haben sie gesagt, okay, die Schäden werden zu groß, jetzt müssen wir doch wieder eingreifen. Und wie er gesagt hat, es musste extrem stark eingegriffen werden, um das Niveau der Population wieder zu senken. So, und jetzt zeige ich euch nochmal einen ganz spannenden Satz, der es gut auf den Punkt bringt. Beim Wildschwein ist eine Regulierung unumgänglich. Zitat aus dem Vortrag über den jagdfreien Kanton Genf. Fassen wir zusammen. Es gibt den Feldhasen, der extreme Schäden macht. Man nicht weiß, wie man diese Schäden eindämmen kann und die einfach nur finanziell entschädigt werden. Und die Hasen, die zu viel waren, wurden eingefangen und woanders hingebracht und dort wieder ausgesetzt. Das Reh, ebenfalls hohe Populationsdichte geworden, hat großen Schaden gemacht, konnte ebenfalls wieder nur finanziell entschädigt werden. Und einzelne Rehe, die zu viel Schaden gemacht haben, konnten oder können geschossen werden. Und zum Wildschwein, da wurde überhaupt nicht aufgehört, das zu bejagen. Das wurde die ganze Zeit bejagt. Dann wurde es einmal kurz gestoppt, weil die Politik gesagt hat, das ist zu viel, was wir hier schießen. Daraufhin ist die Population immens angestiegen. Und anschließend musste man wieder stark eingreifen, um das Ganze auf ein vernünftiges Level zu bringen. Im jagdfreien Kanton Genf. Ist doch schon irgendwie ein starkes Stück zu behaupten, dass der Kanton Genf ein jagdfreies Gebiet ist, wo alles super funktioniert, oder? So, als nächstes geht es um diese pauschale Aussage, die Natur regelt sich selbst. Da gibt es einen ganz netten TV-Beitrag, den die beiden angegeben haben, wo der vorhin genannte Wildtiermanager aus dem Kanton Genf eingeladen wurde und befragt wurde zu genau diesem Themenkomplex. Es braucht die Jagd zur Regulation. Es gibt aber viele Kritiker, die sagen, nee, brauchen wir gar nicht. Überlass die Natur sich selbst. Also die Natur regelt das schon. Und wir greifen hier wieder in die Natur ein. Was sagen Sie dazu? Wir sind nicht in der Natur.
Und dieser Mensch scheint ja wirklich Ahnung zu haben. Ich stimme ja genauso völlig damit überein, dass die Natur sich von selber regeln würde, wenn es hier irgendwo Natur gäbe. Wenn wir als Menschen nicht vorhanden wären, dann würde sich die Natur super von alleine regeln. Da das aber faktisch nicht vorhanden ist, müssen wir auch eingreifen. Und genau das sagt die Quelle, die die beiden angegeben haben, ebenfalls. So, als nächstes wird das Thema natürliche Selektion angesprochen und dass die natürlichen Regulationsmechanismen wie Nahrungsverfügbarkeit, Temperaturen im Winter und so weiter die Wildtiere regulieren würden. Dann gibt es die Stabilisierungsphase, die nächste Phase im Grunde genommen. Ist die ökologische Tragfähigkeit erreicht? Also es gibt halt so natürliche Einflüsse, Witterung, Nahrungsverfügbarkeit, Krankheiten etc. pp., was im Grunde dafür sorgt, dass die Rate der Tiere, die dort leben, auf einem Gleichgewicht gehalten wird. Natural Selection, auf Deutsch natürliche Selektion. Aber dazu kann ich halt nur sagen, es gibt diese natürlichen Regulationsmechanismen lange nicht mehr so wie vor 30, 40, 50 Jahren. Und das liegt daran, dass wir erstens einen immensen Anstieg in der Landwirtschaft hatten. Es gibt so viel Mais und anderes Futter wie nie zuvor. Sprich, Nahrungsverfügbarkeit ist einfach gar kein Thema mehr. Und im Hinblick auf den menschengemachten Klimawandel gibt es auch nicht mehr die natürliche Selektion durch das kalte Klima im Winter. Es gibt einfach nicht mehr diese langen Winter, diese langen Kälteperioden, wo viele Tiere einfach aufgrund von Nahrungsknappheit etc. nicht über den Winter kommen. Und hinzu kommt noch, dass der Natur es egal ist, ob der junge Baum jetzt gerade nach oben wächst, weil es keine Wildtiere gibt, die ihn abgeknabbert haben, oder ob der ganz krumm und schief wächst, weil da eben viele Wildtiere dran rumfuttern. Das wäre der Natur egal, aber uns Menschen ist es nicht egal. Wir brauchen nämlich dieses Holz für gewisse Dinge. Es ist der einzige natürliche, nachwachsende Rohstoff, den wir auf der Welt haben. Und den müssen wir Menschen nutzen, wenn wir weniger Plastik etc. verbrauchen möchten. Das heißt, es gibt nun mal auch ein menschliches Interesse an dieser Umwelt und nicht nur dieses ökologische Interesse. Jetzt nochmal ein kurzer Ausschnitt aus einem TV-Beitrag, den die beiden zitiert haben, wo dieses Problem kurz angedeutet wird. Also die natürliche Kapazität der Lebensräume ist durchaus noch nicht ausgeschöpft, die wirtschaftliche Tragfähigkeit aber sehr wohl. Wenn du dir so einen normalen Wald vorstellst, dann ist das so, da gibt es natürlich keinen Wildschaden, weil die Tiere in den Habitat unterwegs sind. Ja. Also es macht alles keinen Sinn. Als nächstes wird von den beiden hinterfragt, was eigentlich dieser Wildschaden genau sein soll. Und zum Glück haben die beiden das eigentlich in ihrer Quelle selber angegeben, denn es gibt auch hier einen TV-Beitrag, der genau das in kurzer Weise erklärt. Dieses stille Drama ist für den Laien oft nicht auf Anhieb zu erkennen, denn es spielt sich vor allem am Boden ab. Ein Wald, wie ihn sich die Försterin wünscht, sieht ganz anders aus. Am Boden soll ungestört eine neue, artenreiche Generation Bäume nachwachsen können. Durch diesen ständigen Nachwuchs junger Bäume steht selbst nach Baumfällungen die nächste Generation immer schon in den Startlöchern. Ein solcher ständig nachwachsender Mischwald hat es bei hohen Wildbeständen allerdings sehr schwer. Zu diesem eingezäunten Quadrat haben die Rehe keinen Zutritt mehr. Es stellt sich ein natürlicher Nachwuchs ein, der am Zaun allerdings abrupt endet. Und nach 8 Jahren zeigt sich bereits, dass im Zaun die Pflanzen zwischen 2 und 3 Meter hoch sind. Und hier sehen wir dann jetzt die jungen Bäumchen, wie sie dann auch außerhalb verbissen sind. Und die sind genauso alt wie die Bäumchen hinterm Zaun. Man sieht jetzt hier an der Hainbuche schön den Verbiss. Hier oben, hier, hier, hier. Und wenn das jedes Jahr stattfindet, nehmen die Blätter und die Blattmasse ab. Die trocknet dann von oben her ab, wird dann dürr und fällt dann komplett aus. Gerade im Hinblick auf den Klimawandel ist dieses Abknabbern der jungen Bäume ganz besonders schlimm. Jeder kennt die großen abgestorbenen Waldflächen, wo der Borkenkäfer war, wo Trockenheit herrscht und wo jetzt kein einziger Baum mehr steht. Der Natur ist das egal, irgendwas wird da wohl wieder wachsen. Aber wenn wir wieder neuen CO2-Speicher aufbauen wollen, wenn wir einen klimastabilen Wald für die Zukunft haben wollen, dann haben wir nun mal ein Interesse daran, dass diese jungen Bäume irgendwie auch groß werden. Und dementsprechend muss man so einen Schaden, den die Tiere auf so einer Fläche machen können, irgendwie verhindern. JägerInnen sagen ja, wir wollen den wirtschaftlichen Schaden irgendwie verhindern, macht aber keinen Sinn, so wie man da rangeht. Und zwar betreiben sie Hege, das heißt, sie füttern den Tieren zu oder sie füttern Lebensmittel an die Wildtiere.
was natürlich dazu führt, dass diese natürliche Selektion gar nicht greift, ja? Weil es gibt ja genug Futter, das heißt, die Tiere sterben nicht, weil sie kein Futter finden. Also es gibt keine Futterengpässe, meinst du? Genau, es gibt keine Futterengpässe und das sorgt natürlich dafür, dass viel mehr Tiere unterwegs sind, leben und auch in der Lage sind, einen wirtschaftlichen Schaden anzurichten. Die meisten solcher Informationen nehmen Sie auf Grundlage von der Aussage einer einzigen Person, eines einzigen Experten, und das ist dieser Mann. Die Raubtiere haben nie die Wildbestände bei uns nennenswert reguliert. Es waren immer in erster Linie Krankheiten, Winterkälte, Nahrungsmangel. Und genau die letzteren schaltet der Jäger aus. Genau, Winterkälte schaltet der Jäger aus. Ich kann leider nicht beurteilen, welche Qualität die Arbeit dieses Professors genau hat. Aber nach kurzer Recherche habe ich herausgefunden, dass es viele Fachkollegen gibt, die diesen Mann sehr kritisch ansehen. Unter anderem habe ich zum Beispiel gelesen, dass dieser Mann als Klimawandelleugner gilt. Er behauptet anscheinend nämlich, dass der aktuelle Temperaturanstieg gar nichts Ungewöhnliches wäre, weil sowas schon viel öfter in unserer Geschichte vor Tausenden und Millionen von Jahren vorgekommen ist. Er lässt nur eine Sache dabei außen vor, dass die Schnelligkeit dieses Anstiegs in diesem Fall immens viel höher ist als die anderen Male. Außerdem gibt es ein Zitat von ihm, wo er behauptet, die letzten 15 Jahre hätte es gar keinen Temperaturanstieg gegeben. Das ist faktisch falsch. Jede Wetteraufzeichnung kann das widerlegen. Also Leute, ich überlasse es jetzt euch zu beurteilen, wie sehr man diesen Mann ernst nehmen kann. Es gibt einen Punkt, wo ich mit ihm allerdings trotzdem übereinstimme, und zwar ist es das Problem der Nahrungsverfügbarkeit. Und zwar bringen Jäger an Kehrungen, das ist nicht das gleiche wie Fütterungen, eine gewisse Menge an Futtermittel aus, zum Beispiel Mais, um Wildschweine anzulocken, an diese Stelle anzulocken. Und diese Menge an Futter, die an die Kehrungen gebracht wird, um die Wildschweine anzulocken, steht in keinem Verhältnis zu der Anzahl an Wildschweinen, die dadurch erlegt werden. Und das führt dazu, dass die Wildschweine tatsächlich mehr Futter im Wald haben, als sie eigentlich kriegen dürften. Das ist absolut ein Kritikpunkt, den ich auch selber habe. Das sagt allerdings irgendwie nichts gegen die Jagd per se aus. Da werden hier ein Kilo Mais rausgefahren, da ein Kilo Mais. Das läppert sich auch auf mehrere Tonnen pro Jahr, aber das sind eben kleine Mengen. Oder es wird Heu rausgefahren, Silage rausgefahren, Rüben rausgefahren. Das ist nicht überall zulässig, wird aber auch im großen Stil betrieben. Das hier ist eine zulässige Form, hat natürlich genau denselben Effekt. Hier ging es jetzt um diese eben erwähnten Kehrungen. Man muss allerdings unterscheiden zwischen Kehrungen und Fütterungen. Bei den Fütterungen geht es nämlich, wie ich schon in meinem ersten Video gesagt habe, hauptsächlich um die Fütterung des Rotwildes im Winter im alpinen Gebirge. Und genau dazu gibt es auch ein sehr gutes Zitat in den Quellen, die die beiden angegeben haben. Man muss aber allerdings ein bisschen unterscheiden zwischen den Wildarten. Man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Also bei Rehwild und bei Schwarzwild ist erwiesen, dass die Fütterung die Schäden letztendlich nur verstärkt und erhöht. Beim Rotwild haben wir eine andere Situation. Das ist eine Tierart, die sehr weite Wanderungen unternimmt, die im Sommer gerne in den höheren Berglagen steht und im Winter in die Tallagen abwandert. Und diese natürlichen Wanderungsbewegungen sind bei uns weitgehend nicht mehr möglich, weil man ihnen die Wanderwege abgeschnitten hat durch Verkehrswege, durch Besiedlung, durch Bebauung, durch Industrialisierung der Tallagen. Die können da nicht hin, wo sie eigentlich von Natur aus überwintern würden. Das ist exakt das, was ich in meinem ersten Video auch schon gesagt habe. Trotzdem sagen Jäger, wir machen für die Prävention, jagen wir Wildschweine als Prävention, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Das Friedrich-Löffler-Institut hat beispielsweise Folgendes dazu gesagt. Ich lese es mal ab, Kinders, weil das ist mir jetzt hier zu kompliziert, ja? So. Eine Bejagung könnte Unruhe in die dort ansässigen Rotten bringen und unter Umständen zu ausgeprägten Wanderbewegungen führen, die das Risiko einer Verschleppung des Erregers erhöhen. Die wichtigen Stichpunkte aus dieser Aussage sind jetzt: Prävention macht keinen Sinn. Zitat Friedrich-Löffler-Institut. Schauen wir mal rein, was das Friedrich-Löffler-Institut tatsächlich gesagt hat. Also, ihr habt ja gerade gehört, was der gute Aljoscha zitiert hat vom Friedrich-Löffler-Institut. Ich habe jetzt mal das besagte Schreiben vom Friedrich-Löffler-Institut rausgesucht und habe mir im Vorfeld schon die wichtigen Passagen markiert. Und ja, also das ist eigentlich nur so ein einseitiges Dokument, schnell zu lesen, um die wichtigsten Daten in Kürze zu erhalten. Hier, das rot markierte, ist das Zitat vom Aljoscha. Und zwar, eine Bejagung könnte Unruhe in die dort ansässigen Rotten bringen und unter Umständen zu ausgeprägten Wanderbewegungen führen, die das Risiko einer Verschleppung des Erregers erhöhen.
Also soweit das Zitat. Im vorherigen Satz allerdings sieht man, worauf sich das Ganze bezieht. Und zwar zu dem Fall, wenn bereits die Schweinepest in dem Gebiet nachgewiesen ist. Also wenn schon die ASP ausgebrochen ist. Sprich, alle Teilnehmer stimmten überein, dass im Ausbruchsfall in dem betroffenen Gebiet zunächst Jagdruhe herrschen sollte. Anschließend das eben genannte Zitat. So, jetzt geht's weiter im Text. Ich will den beiden nichts unterstellen. Ich sage jetzt einfach mal, die haben es überlesen. Aber ich habe es nicht überlesen, deswegen lese ich es euch kurz einmal vor. Ein weiteres Thema war die mögliche Reduzierung der Populationsdichte von Wildschweinen in Deutschland. Durch diese präventive Maßnahme könnten die Folgen eines Ausbruchs verringert werden. Ja, also das kann man schon mal überlesen. Ich meine, es passt ja auch nicht so richtig zu deren Argumentation. Aber gut, wir haben jetzt einmal diese Aussage. Bejagung im Ausbruchsfall könnte zur Verschleppung des Erregers führen. Vorausgesetzt, das Gebiet ist noch nicht eingezäunt. Deswegen sollte auch zunächst Jagdruhe herrschen. Und als präventive Maßnahme, was ich auch im ersten Video bereits gesagt habe, als präventive Maßnahme, um die Kontaktrate, wie hier auch steht, zu minimieren zwischen den einzelnen Wildschweinrotten, muss das Schwarzwild reduziert werden, das heißt stark bejagt werden. Und genau das steht hier auch drin. In deren eigenen Quelle steht das sogar drin. Also ganz ehrlich, Leute, das ist einfach bewusste Manipulation, was die beiden gemacht haben. Das ist ein bewusstes Verschweigen von Fakten. Das ist ein bewusstes Verschweigen und Verschleiern von offensichtlichen Fakten. Selbst aus deren eigenen Quellen. Ist das nicht krass? Im nächsten Statement geht es jetzt darum, dass es ohne Jagd angeblich sogar weniger Wildtiere geben würde. Ohne Jagd wäre sogar die Anzahl an Wildtieren geringer. Dadurch, dass man sie intensiv bejagt werden, ist natürlich so, dass die Lebenserwartung auch sinkt. Und da passiert das quasi. Aus dem daraus entsteht dann halt natürlich, dass sie viel früher geschlechtsreif, paarungsreif werden und viel schneller sich fortpflanzen. Aber woher nehmen die diese Informationen? Es war mir nicht wirklich ersichtlich. Das einzig Logische war, dass sie sich auf die eine der beiden wissenschaftlichen Studien beziehen, die die angegeben haben. Deswegen schauen wir uns diese Studie jetzt mal genau an. Also, für diese Studie wurden über einen längeren Zeitraum, über viele Jahre, die Daten von erlegten Wildschweinen in einem bestimmten Jagdrevier in Frankreich aufgenommen und anschließend ausgewertet. Allein in der Überschrift kann man schon ablesen, dass es nicht darum geht, einen Zusammenhang zwischen Jagddruck und Reproduktion der Wildschweine zu erarbeiten, sondern es geht darum, die Nahrungsverfügbarkeit und die klimatischen Faktoren, die Reproduktionsrate der Wildschweine beeinflussen könnten, zu analysieren und halt gegebenenfalls einen Zusammenhang herzustellen. Und das Ganze wurde lediglich in einem Gebiet aufgenommen, wo High Hunting Pressure herrschte, also wo hoher Jagddruck herrscht. Was das genau bedeutet, das sehen wir später noch in der Studie. Aber in erster Linie geht es halt darum, einen Zusammenhang zwischen Nahrung, Klimafaktoren und der Reproduktionsrate von Wildschweinen herzustellen. So, da wir jetzt nicht die komplette Studie durchgehen können, habe ich mir die wichtigsten Passagen markiert und die werde ich mal kurz vorstellen. Ich werde das Ganze natürlich auch in der Beschreibung verlinken, sodass, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch die ganze Studie natürlich komplett durchlesen. Ich werde jetzt hier nur auf die wichtigen Punkte eingehen. Und zwar war das Ziel dieser Studie, herauszufinden, welche Faktoren für die Geschlechtsreife der Tiere verantwortlich sind. Dazu haben sie den Einfluss von phänotypischen Merkmalen wie dem Alter und dem Körpergewicht und die Umweltfaktoren, hauptsächlich klimatische Faktoren, analysiert. Hier sehen wir jetzt noch einen wichtigen Hinweis auf zuvor aufgenommene Studien, auf andere Studien. Und zwar haben andere Studien bereits herausgefunden, dass die Geschlechtsreife von weiblichen Wildschweinen hauptsächlich von der Nahrungsverfügbarkeit abhängig sind. Hier wird dann jetzt erklärt, was eigentlich mit High Hunting Pressure gemeint ist.
Und zwar beginnt die Jagdsaison zwischen Mitte Oktober und Anfang November und dauert an bis Ende Juni bzw. ab dem Jahr 2000 bis Ende Februar. Die Jagdzeit dauerte also grob gesagt über die Wintermonate an. Hier bei der Überschrift Datenanalyse wurde im ersten Satz beschrieben, was genau eigentlich getestet wurde. Und zwar wurden die Unterschiede analysiert, was das Alter, das Körpergewicht, die Jahreszeit und andere nahrungsspezifische Faktoren angeht, ob diese Faktoren einen Einfluss darauf haben, wann das Wildschwein zum ersten Mal geschlechtsreif wird. Herausgefunden wurde dann Folgendes, und zwar gab es einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Eintrittsalter, wann das Wildschwein geschlechtsreif wird, und dem Körpergewicht. In diesem Satz steht dann, also dependent on food availability and climatic conditions. Also, es ist abhängig vom Körpergewicht und außerdem von der Nahrungsverfügbarkeit sowie klimatischen Umweltbedingungen. Was ja auch irgendwie Sinn macht, dass das Körpergewicht abhängig ist von der Nahrungsverfügbarkeit. In diesem Teil wurde dann nochmal kurz angesprochen, dass es einen Unterschied gibt, ob es ein Mastjahr war, also ein Beechnut-Jahr, wo viele wahrscheinlich Bucheckern und Eicheln und sowas verfügbar waren, oder halt nicht. Außerdem wurde hier noch gesagt, dass ein Sommer mit hohen Temperaturen einen positiven Effekt auf die Fortpflanzung der Wildschweine hatte. Wir hatten hier im vorherigen Abschnitt das ganze Thema Nahrungsverfügbarkeit und in diesem Abschnitt das Thema klimatische Umweltbedingungen. Okay, kommen wir zu den Conclusions, also dem Fazit sozusagen. Der erste Satz, der erste und wichtigste Satz zu dieser ganzen Studie lautet folgendermaßen. Wir haben herausgefunden, dass der Zeitpunkt der Geschlechtsreife bei weiblichen Wildschweinen hauptsächlich von Umweltfaktoren wie Klima und Nahrungsverfügbarkeit beeinflusst wird. Hier steht weit und breit nichts davon, dass das in irgendeiner Weise mit Jagd oder mit hohem Jagddruck zu tun hat. Es gibt lediglich eine einzige Erkenntnis, die möglicherweise mit der Jagd in Verbindung gebracht wurde, und zwar folgendes. Unsere Ergebnisse haben gezeigt, dass junge Wildschweine einen hohen Anteil an der jährlichen Reproduktion haben. Möglicherweise, ausdrücklich das Wort maybe, as a result of the high hunting pressure. Also ist möglicherweise dieser eine Punkt auf den Jagddruck zurückzuführen. Ich betone möglicherweise, denn es wurde in dieser Studie nicht bearbeitet. Das heißt nichts anderes als, das müsste man mal überprüfen, ob das so stimmt. Und ganz kurz, es ist doch auch logisch, dass wenn viel gejagt wird, der Anteil an jungen Wildschweinen im Verhältnis zu alten Wildschweinen ansteigt. Also je älter ein Wildschwein wird, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es noch lebt. Ist doch logisch. Und wenn viel gejagt wird, werden auch anteilig mehr alte Wildschweine geschossen. Insofern gibt es anteilig mehr junge Wildschweine. Und deshalb macht der Anteil an jungen Wildschweinen, die sich reproduzieren, einen immer höheren Anteil aus. Das ist ganz logisch und hat natürlich etwas mit Jagd zu tun. Aber dass Jagd oder hoher Jagddruck einen kausalen Zusammenhang oder einen wirklichen Effekt auf die Reproduktion der Wildschweine hat, das wird in dieser Studie kein bisschen bearbeitet. Es geht um zwei Faktoren. Einmal um das Body Mass, also um das Mindestkörpergewicht, dass ein Tier geschlechtsreif werden kann. Und es geht um Umweltfaktoren, sprich Nahrungsverfügbarkeit und klimatische Situation. Also Leute, ich weiß, wir haben jetzt nicht jedes einzelne Statement aus dem Video aufgegriffen, aber ich kann euch versichern, jede einzelne Aussage von den beiden kann ich durch ihre eigenen Quellen widerlegen. Aber um das Video jetzt nicht unnötig lang werden zu lassen, werde ich hier einen Cut machen. Und ich denke, ihr habt einen guten Eindruck bekommen, was die Recherche der beiden angeht. Und ich hoffe, das hat euch so ein bisschen zum Nachdenken angeregt.